Hallo, ich heiße Teresa Riccardi, ich bin die Direktorin des Sivori Museums in Buenos Aires, Argentinien. Und ich danke Ihnen zunächst einmal für Ihre Einladung und möchte so ein bisschen einleitend darstellen, worüber ich sprechen möchte. Das ist der Titel, Crisis and the Performative Condition, Graphic Image, Scenarios and Activism in Modern and Contemporary Argentine Artistic Collective Practices. Ich werde einen Teil aus meinem Abstract vorlesen, um Ihnen so eine Vorstellung davon zu geben, worum es in meiner Darstellung, in meiner Präsentation geht. Und dann werde ich mich auf verschiedene Stellen auf das Abstract wieder beziehen und einige der Ideen entsprechend weiterentwickeln. Der Essay verbindet auf vergleichende Weise die Strategien kollektiver künstlerischer Praktiken und performativer Antworten auf die Krise der 1930er Jahre, als in Argentinien der erste Militärputsch stattfand. Und zwar war das nur ein einziger in einer Reihe von verschiedenen, die sich über das ganze Jahrhundert hinzogen. Und auch die Wirtschaftskrise. Und ich werde später diese Wirtschaftskrise auch verknüpfen mit einigen der Problemen, die Künstler angegangen sind ab 2001 und natürlich dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, der sich zu der Zeit ergab. Und obwohl eben das nicht nochmal einen Putsch auslöste, erschütterte das doch das demokratische Verständnis mit 5 Präsidenten in nur einer einzigen Woche. Und das war auf das exklusive und ungleiche Wirtschaftsmodell zurückzuführen. Nun werden wir auch Parallelen sehen, was gerade den Prozess der grafischen Kollektivität und die Artikulationsmodi von diesen Szenarien zeigt. Und ich werde genau das nochmal beleuchten. Auf der einen Seite nämlich diese spezifische theatralische Kunst und auf der anderen Seite dann natürlich auch diese politischen Aktivismen und entsprechenden Szenarien und daraus dann entsprechend aus einem anderen Kontext heraus zu schöpfen. Und obwohl es hier tatsächlich eine sehr unterschiedliche Gruppen waren, war es doch so, dass einige der Gruppen weiter bestehen und um auf diesen Kontext, nämlich diesen neuen und ungleichen Kontext zu reagieren. 2001 ist eben tatsächlich der Rahmen als das Duplus-Kollektiv, das ich mitgegründet habe, zusammenfand. Das war eine aufstrebende Organisation zu der Zeit und in der Tat war das ein Kollektiv, ein Projekt, das in einer untergeordneten Genealogie von Denkpraktiken angesiedelt war, wie zum Beispiel auch andere Netzwerkgruppen eine ähnliche Arbeitsdynamik etablierten. Und hier ging es zum einen natürlich darum, dass man die Teilaktivitäten miteinander verknüpft und verband. Und da ging es eben auch darum, mit wem man diese Ideen diskutiert, ohne den Anspruch erheben zu wollen, dass wir Debatten schlichten konnten, war es aber doch so, dass Duplus Instrumente zur Verfügung stellte, um die Schwierigkeiten zu verstehen, die insbesondere in der kuratorischen Praxis innerhalb und außerhalb der Institutionen bestanden. Und natürlich auch, was gerade diese subjektiven Praktiken innerhalb und außerhalb der Kunst in Momenten der Ungleichheit und Prekarität angeht. Ich möchte nun darlegen, wie wir nicht nur diese Geschichte zwischen dem Modernen und dem Zeitgenössischen miteinander verknüpfen, sondern auch, wie das sich bezieht auf diese Zeit der Ungewissheit, nämlich eine, wo wir alle konfrontiert sind von der globalen Pandemie und dem Lockdown. Und insbesondere in Argentinien sehen wir, dass man immer wieder sich darauf beruft als Krise, die der in den 1930er Jahren sehr ähnlich ist. In meinem Museum, da ist es so, dass wir eine Sammlung haben, die den Los Artistas del Pueblo gehört. Und ich möchte noch mal sagen, dass ich mich sehr verbunden fühle dieser Zeit der 1930er Jahre und dem Argentinien mit all diesen Unterdrückungen und versuche das näher und eingehend zu studieren und zu untersuchen und versuche diese Sammlungen auch auf eine Art und Weise neu zu lesen. Insbesondere natürlich, was die Kollektive der Künstler angeht. Und die Frage ist, inwieweit wirft das neue Fragen
Fragen für unser Heute auf. Ich glaube, dass diese Künstler Los Artistas del Pueblo andere Kollektive darstellten, und zwar nicht nur Kollektive, die während der 80er Jahre existierten oder vielleicht sogar um 2001, 2003, 2004, sondern auch neue Kollektive zu beleuchten und insbesondere die feministischen Kollektive, nämlich dem nicht-binären Denken mit gegenwärtigen feministischen Kollektiven und queeren Aktivismen, die ich eben auch vorstellen möchte und insbesondere in eine sehr grafisch performativen Ausdrucksweise und insbesondere in den kleineren Netzwerken, und zwar nicht nur lokal, sondern regional. Ich möchte versuchen, die Los Artistas del Pueblo in den 20er und 30er Jahren zu beschreiben. Es gibt dort zwei wichtige Gruppen und werde dann einige der Bilder zeigen, die eben zu den Los Artistas del Pueblo gehören. In Argentinien war der Kontext der folgende. Zunächst einmal war es einen ersten Militärputsch in den 30er Jahren und die Bedingungen zwischen den 20er und 30er Jahren waren ein bisschen besser als 2001 bis 2005. Aber es gab natürlich sehr, sehr viele Streiks und das hatte damit zu tun, dass nach dem Ersten Weltkrieg alles zusammengebrochen war, insbesondere die Wirtschaftskrise. Das war natürlich schon eine wichtige Krise, die gerade auch auf dem Land existierte zu der Zeit. Also gab es viele Streiks. 1919 gibt es, was wir die Semana Trágica nennen. Das war ein sehr schwieriger Zeitpunkt. Da gab es sehr viel Unterdrückung, anarchistische Bewegungen. Insbesondere ging es da um die Vasena-Fabrik. Ein sehr schwieriger Zeitpunkt, weil es sehr viel Aktivismus im Rahmen der Arbeiterklasse gegeben hat. Und in diesem Zusammenhang tauchen die Los Artistas del Pueblo auf. Es gibt aber noch zwei andere Gruppen, die der Avantgarde zuzurechnen sind in Argentinien, und das sind auf der einen Seite Grupo Boedo und auf der anderen Seite die Grupo Florida. Und die wiederum sind mehr der nationalen Literatur und der Neuerfindung der argentinischen Literatur verbunden. Ich möchte noch betonen, dass die Los Artistas del Pueblo, die ich jetzt hier anspreche, auch mit diesen Gruppen zusammengearbeitet haben, insbesondere der Grupo Boedo. Und Boedo ist der Name, der ein Distrikt, ein Bezirk bezeichnet. Und dadurch gab es wirklich eine Bereicherung der Kultur, auch beispielsweise diese nationale Literatur. Es gab auch die Dialekte, die Landessprache. Wir sehen hier natürlich auch Auswirkungen auf die schönen Künste, auf die Bildhauerei. Was ich nun zeigen möchte, ist, dass wir auch sagen, dass gerade diese Szenarien, die wie dargestellt werden, hauptsächlich mit dem Straßenleben zu tun haben, sehr viele Akteure der Zeit dargestellt haben. Und wir sehen zum Beispiel Atorantes beispielsweise in den 20er Jahren. Wir haben Bilder, eine Serie, die von Facio Ebecker La Mala Vida genannt, darstellt. Also wir haben all diese unterschiedlichen Arten und Weisen, wie die Gesellschaft zu der Zeit und die Arbeiterklasse dargestellt werde, und zwar wurde, und zwar auf ganz aktive Art und Weise. Ich möchte sagen, dass man eigentlich, und hiermit zitiere ich Patrick Frank, denn die haben sich eben nicht als typische Künstler gesehen, die für die Auseinandersetzung mit der Oberschicht oder den Connoisseurs entsprechende Werke schufen, sondern es ging darum, dass sie die Arbeiterklasse in den Mittelpunkt stellten. Ihre häufigsten Ausstellungen waren Gewerkschaftshallen, Gemeindezentren, sozialistische Parteibibliotheken, und sie fanden
in den Artistas del Pueblo bereitwillige Verbündete. Andere Kulturschaffende, die eng mit dem Atelier verknüpft waren, waren tatsächlich linke Autoren, die beispielsweise Romane, Theaterstücke, Gedichte und Geschichten schrieben, die mit vielen Aspekten des Lebens der unteren Klasse sympathisierten. Viele dieser Künstler haben aber auch tatsächlich Illustrationen für die Belletristik und für andere Dinge angefertigt. Darunter können wir auch sagen, dass zu der Zeit haben wir diese Künstler, aber eben auch die Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, wie Theatergruppen beispielsweise. Hier sehen wir ein Beispiel, also einige der Ideen, die zusammen entwickelt wurden, zusammen mit Barletta, mit Junge. Das sind ganz wichtige Schriftsteller in Argentinien, die auch mit dem Avantgarde-Theater eine Verbindung hatten. Und in diesem Fall ist das interessant, denn die arbeiteten zusammen und was die schufen, war sehr, sehr anders als das, was sie ursprünglich gemacht hatten. Sie hatten sozusagen eine eigene Praktik entworfen und zwar nicht nur kollektiv, sondern auch sehr, sehr futuristisch. Ich glaube, dass das ein sehr interessanter Punkt ist, wenn wir hier die Diversität in dem künstlerischen Prozess sehen. In diesem Fall sind die meisten Gouachen, das sind also keine Stiche. Die Szenarien, diese Bilder, diese Szenen sind eigentlich tatsächlich Bühnenbilder für das Theater. Ich werde jetzt noch mal was vorlesen, denn die hatten sich selbst ein Manifest gegeben und da ging es, dass man eine Gruppe von Schriftstellern, Bühnenbildnern und Schauspielern zu beschäftigen plante, die die Gründung eines neuen Theaters anstreben und die ein größeres Interesse an der Kunst als am Kommerz haben. Zweitens, regelmäßig zu inszenieren, wenn es die Ressourcen erlauben, mit Werken, Schauspielern und Bühnenbildern, die auf die Ziele des freien Theaters ausgerichtet sind, einschließlich ausländischer Werke, die typisch sind. Drittens, sofort eine Kampagne der Agitation in allen öffentlichen Bereichen zu beginnen, um die Prinzipien und Ziele des freien Theaters zu verbreiten. Und zum Letzten, ein offizielles Organ, nämlich eine Zeitschrift namens Claridad, als offizielles Organ dieser Institution zu deklarieren. Und Barletta, Castelnuovo, Facio Ebecker, Palacio, Ugasio, Arambigo und Álvaro Junco unterzeichnet wurde. Und ich denke, dass das tatsächlich beschreibt, wie man diese Verknüpfung schaffen wollte und wie man plante, zusammenzuarbeiten. Was waren und auch was die Ideen dahinter waren. Wir haben hier eine Reihe von Bildern, zum Beispiel En Nombre de Cristo. Das ist ein Bild, was wir im Museum haben und da sieht man diese expressionistische Darstellung und Satire war in der Tat eine der Arbeitsweisen als Sozialkritik. Und wir haben noch andere Bilder. Einige sind sehr experimentell und sehr futuristisch, die ich hier auch nochmal zeige und die auch Teil unserer Sammlung sind. Es gab Künstler, die auch natürlich sich für das Theater interessierten, wie Jules Solar beispielsweise. Jules Solar war auch zu einer bestimmten Zeit in München, nämlich zwischen 1921 und 1923. Und ich glaube, dass das eine sehr interessante Figur ist, gerade wenn man sich das Ganze vor dem Hintergrund dieser neuen Konzepte und dem Aktivismus und diesen Panaktivismus, panamerikanischen Vorstellungen ansieht. Einerseits universell, andererseits aber sehr stark in der Landessprache verhaftet. Und natürlich auch seine Visionen sind hier zu nennen, insbesondere über die unterschiedlichen Szenarien dessen, was Mesamericanos genannt wird und was eben generell in der Zeit erschaffen wurde. Und auch unter den Künstlern sind Jules Solar, Petorutti und Nora Borges, das ist die Schwester von Jorge Luis Borges. Und auch sie hat genau diese Darstellungen und Szenen. Und ich glaube, dass es hier um eine Tradition geht, die viele Künstler versucht haben zu beleuchten und insbesondere auch in Argentinien. Hier, da geht es um Claridad, das ist die Zeitschrift aus Argentinien mit dem Porträt von Mariátegui und auf der anderen Seite sehen wir die Ausstellung, die
von Beverly Adams und Natalia Maglouf organisiert wurde, Rejes de Vanguardia, Amauta y America Latina von 1926 bis 1930, wo es eben genau um diese Narrative und diese modernistische Avantgarde-Bewegung geht. Auf der anderen Seite gibt sie dem Ganzen eine andere Wendung und versucht eben auch diese anderen Kollektive darzulegen. Um diese Idee zum Abschluss zu bringen, geht es um Schauspielerszenarien, es geht um Bilder, die die 20er und 30er Jahre beleuchten. Und ich möchte nun zu dem Jahr 2001 kommen und versuche dort so ein bisschen nachzuzeichnen, worum es in unserem Kollektiv geht. Wir haben hier zum Beispiel Que se vayan todos, das ist ein ganz ikonisches Bild, was Sie hier sehen. Insbesondere nach den 5 Präsidenten in einer Woche war das ein Aufschrei des Publikums. Denn das heißt wörtlich, sie mögen alle gehen, sie mögen alle verschwinden. Und wir hatten eine Art Volksversammlung. Das heißt, an Orten, wo wir alle zusammenkamen und nicht nur die Wirtschaft diskutierten, sondern sogar die politische Macht. Und Duplus hat also in diesem Umfeld als Kollektiv von 4 Personen angefangen, Santiago García Amburro, Santiago García Navarro, Valeria González und ich. Anfänglich war es so, dass Duplus zwischen 1999 und 2002 eigentlich ein Kunstraum war, der von Lucio Dor und Santiago Aramburu betrieben wurde. Und als wir 2001 begonnen haben, war die Idee, dem Ganzen einen neuen Rahmen als Kollektiv zu geben. Es war sehr, sehr schwierig, die Räumlichkeiten und das Atelier zu unterhalten, sodass Santiago und Lucio sich entschlossen haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Zu der Zeit hatten die aber schon mit Trama zusammengearbeitet. Das war eine weitere Initiative, bestehend aus Künstlern. Aber da hat man versucht, Künstler zusammenzubringen, die in Ateliers arbeiteten, die selbst gemanagt, selbst verwaltet waren. Und ich glaube, dass diese Verknüpfungen, denn Teile der Mitglieder in Trama und Duplus haben zusammengearbeitet, Pablo Sicarello beispielsweise, sehr interessanter Künstler, und Marina De Caro, Claudia Pontes, die alle waren Künstler, die versucht haben, so ein bisschen zu sehen, was nicht nur in Buenos Aires passierte, sondern auch darüber hinaus. Sie waren sehr transformativ, haben Netzwerke geschaffen. Es gab also sehr viele Künstlergruppen, die tatsächlich mit diesen neuen Gruppen, die sich dort bildeten, zusammenarbeiteten. Auf der anderen Seite kam es aber zu einer furchtbaren Krise, die immer wieder zu anderen politischen Netzwerken führte. Aber die bewegten sich eben auch zwischen diesen Gruppen, zwischen diesen neuen Praktiken sozusagen. Und auf der Grundlage dieser zahlreichen Bewegungen der Menschen, die arbeitslos waren und wirklich große Gruppen erschufen, wie MTD, die Movimiento de Trabajadores Desocupados, es gab ja sehr viele Fabriken. Und insbesondere in den Fabriken haben immer weniger Menschen Arbeit gefunden, sodass sich alle aufmachen mussten. Und es gab regelrechte Bewegungen, wie zum Beispiel Movimiento de Trabajadores de Fábricas Recuperadas. Und all das sind Gruppen, die wie die Piqueteros-Bewegung. Es gab also viele soziale Bewegungen, die natürlich die Arbeitslosigkeit, die geringen Löhne und die Krise anprangerten. Und dies hat zu einer Mobilisierung vieler Menschen im Land beigetragen. Wir sehen also, dass unterschiedliche Gruppen auftauchen zwischen 2002 und 2007, die TPS-Workshops zum Beispiel, die auftauchen in diesen unterschiedlichen Szenarien. TPS war ursprünglich eine Gruppe, an der viele Künstler teilnahmen, Anfang Posada, Maria Scapati, Magdalena Schitrick, Karina Giavellieri, Carolina Katz, also viele, viele andere. Es war eine sehr, sehr große Gruppe, und TPS hat dann diese Schablonen benutzt, um neue Bilder zu erschaffen.
Bilder, die zwischen diesen Gruppen ausgetauscht wurden, die benutzt wurden bei diesen verschiedenen Aktivitäten und auch zur Mobilisierung. Und die wurden zusammengefügt. Und zwar jedes Mal, wo man hinging, wurde ein Bild entsprechend geschaffen. Wir haben hier also eine Art Kartierung, eine große Karte, insbesondere für die Woche der Ereignisse in der Bruckmann Textilfabrik. Dort arbeiteten hauptsächlich Frauen und sie haben die Semana Arte y Confección ausgerufen, was wiederum viele Intellektuelle angezogen hat, viele Gruppen, und wir nennen das Ganze Maquinazo. Das heißt, hier sehen wir einige der Designs und einige der Entwürfe, die sie zu der Zeit entwickelt haben. Und dann war es so, dass es in dem Jahr seit dem 19. und 20. Dezember zu einem Aufstand kam. Es gab sehr viel Unterdrückung und es war das erste Mal, dass die Argentinier aufgestanden sind gegen diese Krise, gegen diese Unterdrückung. Nun war es so, dass jedes Jahr genau an dieses Ereignis erinnert wurde, an diese Unterdrückung und Niederschlagung, einfach um nochmal diese Lebensbedingungen ins Gedächtnis zu rufen. Hier sehen wir das Bild, die Darstellung von Manifesta, die veröffentlicht wurde ein Jahr nach dieser Krise. Und auch da natürlich sehen wir den Ausdruck. Auf der linken Seite sehen wir weitere Beispiele, wie 2001 Magdalena Schietrich, die ja ein Mitglied war, ein Museum, ein imaginäres Museum ins Leben rief. Und ich möchte an der Stelle noch etwas zu dem sagen, was die Aktivitäten wir bei Duplos verfolgten. 2003 hatten wir diese Zusammenkunft von verschiedenen Projekten unabhängiger selbstverwalteter Künstler, das heißt gerade im Lateinamerika und der Karibik, und da war die Stiftung Proa und Rama federführend, und da ging es darum, dass man innerhalb eines Netzwerks von unabhängigen Netzwerken in Lateinamerika zusammenarbeiten wollte und hier die Best Practices sozusagen miteinander austauschen möchte und gerade auch die Denkweisen und die Werke miteinander austauscht. Und dann gab es noch diesen anderen Workshop, den wir zusammen in Bezug auf soziale Praktiken in Argentinien zu der Zeit abhielten. Und die Teilnehmer damals war das Kollektiv Situas, Duplos, dann Paula Zambelli, Gabriela Pinheiro, Guillermina Fressoli, eine visuelle Künstlerin, Magdalena Gittrich und Julio de Sagesabal, Karina Granieri, Geraldine Landeri, Eduardo Molinari und auch Musiker wie Nicolas Warczanski und Rodrigo Wender und noch weitere, die Teil des Teams bei Duplos waren. Und dann wollten wir andere Aktionen, wie zum Beispiel Intervention bei öffentlichen Bibliotheken. Wir haben dann aber entschlossen, dass das eben zu dem Zeitpunkt nicht stattfinden sollte, aber wir wollten das ursprünglich mit der FLA zusammen machen, denn da hatten wir damals Beziehungen zu der Organisation der Federación Libertaria Argentina. Aber wie gesagt, es war dann, sollte dann nicht stattfinden. Dann hatten wir noch ein Projekt, wo wir uns ganz spezifische Aspekte angesehen haben. Und da ging es darum, dass wir ganz explizit durch ein kuratiertes Projekt die Begrenzungen des modellbasierten Ansatzes in dem Ausstellungsraum diskutieren wollten und damit natürlich auch die Komplexität der Ausstellung. Grundsätzlich haben wir über die Begrenzung und gerade die Unmöglichkeit, diesen Kontext weiterzugeben, der aus der statischen Praxis hervorrührt. Und daher hat Duplos darüber nachgedacht, eine Ausstellung zu machen, die eben diese Praktiken und Bilder zu zeigen, die ausschließlich dokumentarische Sport Aspekte darstellen als Art
materieller Aspekt dessen, was passiert, sodass die Idee dabei ist, dass diese Bilder für unsere Diskussion über die Unterschiede der Praktiken im unterschiedlichen Kontext diskutiert werden konnten und damit natürlich auch die Veränderungen und wie das Ganze den Rahmen neu definiert. Und all die unabhängigen Arbeiten der entsprechenden Kunstinstitutionen immer große Schwankungen aufweisen und große Unterschiede aufweisen. Und das war eben ein Aspekt, der sich daraus ergeben sollte. Das wollte ich nochmal so ein bisschen ansprechen zu dem Thema. Und ich denke, dass als wir uns das nochmal vornahmen, haben wir mehr über die Institutionen nachgedacht und wie wir etwas dort an der Stelle tun könnten, zumindest für mich. Aber ich war selber nicht sicher. Und waren auch nicht zufrieden mit diesem kurativen Ansatz, den wir in den Institutionen gesehen haben und dachten, wir brauchen eine andere Vorstellung dieser kuratierten Projekte, eine andere Herangehensweise. Meine Arbeit war nach diesen Jahren eher eine Zusammenarbeit, insbesondere mit einer Gruppe, mit der wir dann in die Diskussion gingen und versucht haben, dieses Gedankengebäude in einen anderen Kontext zu stellen. Ich habe dann mit Capacete zusammengearbeitet. Dann haben wir auch unterschiedliche Gruppen ins Leben gerufen, wo wir zusammengearbeitet haben, auch bei einem zweiten Treffen in Valparaiso, wo wir auch verschiedene Dinge diskutierten. Und in dem Fall war die Situation die folgende. Wir wurden dorthin eingeladen und hatten entschieden, dass wir mit der Bevölkerung in Valparaiso sprechen wollten und wollten bestimmte Projekte im Hafen besprechen. Denn da gab es tatsächlich eine Bestrebung der Gentrifizierung, wo wir gesagt haben, die kleinen Läden müssen dann schließen, einfach auf der Grundlage dieses Projektes. Und wir haben das natürlich auch in der Stadt in Valparaiso dargelegt und das Ganze 2005, aber eben auch parallel zu diesen anderen Projekten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, zum Beispiel diese Ausstellung Capacete auch in New York. Also man sieht, das ist eine sehr diversifizierte Arbeit und gleichzeitig haben wir in Argentinien oder ich habe mit anderen Kuratoren und Künstlern zusammengearbeitet, um genau diese Genealogie nochmal nachzuzeichnen. Und ich habe ja jetzt schon gesagt, dass wir auch die Dinge uns aus anderer Perspektive ansehen, also gerade heute feministische Perspektiven. Und wenn wir über diese 100 Jahre seit der Entstehung von Facios grafischer Produktion ansehen, dann müssen wir auch Gabriela Golder nennen, die eine Künstlerin ist, die aus dem, die eine Videokünstlerin ist. Und sie ist gleichzeitig auch die Schwester von Carolina Golder, die auch Teil des GAG-Kollektivs ist. Und das bringt uns eben zu dieser Idee, wie man sich die Arbeitsklasse vorstellt und wie das Ganze unter den entsprechenden Bedingungen aussieht, was heute sehr aktuell ist. Und hier geht es natürlich auch um die Tu Historia Compañero. Und sie schafft dort eine Reihe von Parallelen, insbesondere was eben die soziale Transformation angeht und auch diese Gemeinschaftstheatergruppen und beruft sich auf die Facio-Serie als Live-Bilder, insbesondere auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern aus diesen Gemeinschaftstheatergruppen. Das heißt, sie nutzt einige dieser Traditionen
aus den Fabriken, insbesondere der Recuperadas, also dieser Gruppen und diesen Gemeinschaftstheatergruppen, die wir eben auch bei Los Artistas del Pueblo finden und ihre eigene Arbeit. Und da denkt sie nach über die Natur der Arbeit. Andere Gruppen, die man sich ansehen sollte, sind aktivistische Gruppen von Mariela Scafatti beispielsweise. Das ist eine Videoinstallation, die sie letztes Jahr 2019 in Extraterrestre gezeigt hat. Und da gibt es diese Puppen, die so dargestellt sind und eigentlich die Subjektivitäten, die mit den eigenen Freunden zu tun haben, auf der anderen Seite die Diversität der Bilder und eben dieser nicht-binären Idee, wie man diese Subjektivität, dieser Subjektivität einen Rahmen gibt. Und dann gibt es Mariela Scafatti, die natürlich auch eine visuelle Künstlerin ist und eine Professorin und immer weiter seit den 90er Jahren produziert und Werke schafft. Auch Siebdruck-Workshops bietet sie an, zusammen mit Magdalena Gittrick und Diego Posadas haben sie TPS gegründet, und zwar 2007 hat sie immer wieder regelmäßig diese Siebdruck-Workshops und hat dann auch zusammen mit Lola Granillo den Artisan Electronic Radio Workshop gegründet und viele andere Dinge, die sie im Bereich natürlich auch Nothilfe leistet, sie beispielsweise in den Barrios und so weiter. Und sie arbeitet wirklich sehr, sehr viel und hat auch eine sehr wichtige grafische Tradition. Und sie sagt immer, dass ihre Arbeit eigentlich viel mehr mit der Malerei zu tun hat. Und dann möchte ich noch einige Bilder von Serigrafistas Queer zeigen. Da sehen wir einige der Bilder. Und die arbeiten auch mit Schablonen. Auch hier wird an verschiedenen Orten gedruckt, das heißt irgendwo auf den Orten, an den Plätzen, den Schulen, Krankenhäusern, auf der Straße. Und Anminoliti ist eine weitere Gruppe, die im queeren Bereich aktiv ist. Und das letzte Beispiel, was ich hier zeigen möchte, ist eine Ausstellung in Buenos Aires, die Transsurrealismo sich nannte. Und da ist Marcelo Pombo ganz wichtig. Und hier geht es natürlich auch mit Mariette Lidis und anderen 2015, die zu nennen sind. Und auch hier wieder die Verknüpfung mit der Tradition. Und natürlich ist Mariette Lidis eine sehr, sehr wichtige Künstlerin für unser Museum Sivori. Ja, das ist es eigentlich, was ich Ihnen vorstellen wollte. Und es tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat, aber vielleicht konnte ich beleuchten, was wir tun. Vielen Dank.